Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever, meine Lieben. Habt ihr wieder eingeschaltet? Seid ihr auch wieder mit am Start hier? Ich glaube schon, dass ihr es seid. Ich bin's auf jeden Fall. Und das hier ist jetzt eine neue Aufnahmesession, weswegen ich mich erstmal bedanken kann, muss, bei dem lieben Steffen. Der hat nämlich natürlich wieder einige Tipps geschrieben, wie es hier weitergeht. Ich musste unter anderem zum Beispiel mal Hochgeschwindigkeitsgleise bauen und sowas. Aber da muss ich natürlich gucken, wo lohnt sich das, wo nicht. Wie teuer ist das überhaupt? Und so weiter und so fort. Und natürlich, er hat auch geschrieben, dass ich aufpassen muss mit der Brot, mit der Sättigung quasi. Wenn das nämlich hier voll ist, beziehungsweise noch voller wird, dann wird natürlich auch weniger Brot benötigt, wodurch ich dann vielleicht in die Bredouille komme, weil ich ja momentan quasi meine ganze Wirtschaft auf Brot und Leute gefußt habe. Aber wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann seht ihr, dass hier unten 57 steht und nicht 55, so wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das liegt ganz einfach daran, ich hatte eben zwei Folgen aufgenommen, festgestellt, dass der Sound nicht funktionierte, weil so ein beschissenes Windows-Update kam. Und deswegen musste ich auf Autosaves zurückgreifen und das Autosave, was am nächsten dran ist an der letzten Folge, ist eben dieses hier. Es ist 2 Jahre, ich weiß gar nicht jetzt mehr genau, was ich jetzt gemacht habe und was nicht. Ich weiß aber, wo unsere Probleme lagen. Und zwar muss ich einen Zug austauschen. Das war so ziemlich die Quintessenz einer Folge. Nämlich hier, Zug 1, Linie 9. Das ist der Brotzug, der Brot nach Neuenheiligen bringt. Und der muss unbedingt mal ausgetauscht werden. Hier ist er. Und da sehen wir nämlich, wenn wir die Details gucken, Alter 30... Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, weil hier steht 41, was hier Sache ist. Das habe ich in der Folge, die ich schon aufgenommen hatte, auch gemerkt. Ich weiß nicht, was hier, wie ich sehe, wie alt die, Moment mal, es ist aber schon der Zug, ne? Linie 10, das ist der gar nicht. Das ist der überhaupt gar nicht. Moment. Jetzt gucke ich nochmal nach. Das ist ja gar nicht die Linie 10. Das hier ist Linie 10. Da ist auch 30. 41, so. Wo ist er denn? Wo steckt denn der? Ist er das? Ich glaube, das ist er. Ja, das ist er. Hier ist er. So. Der macht auch immer Minus. Er kostet natürlich auch richtig viel. Weil ich diesen Sprung hier noch nicht so ganz verstanden habe. Auf jeden Fall kostet er natürlich ordentlich. Und da steht 41 Jahre, so. Und da weiß ich, dass ich in der letzten Folge die Lok ausgetauscht habe und da stand immer noch 41 Jahre. Was dann wiederum bedeutet, dass die Züge an sich halt falsch sind. Und das ist natürlich blöd. Also, ne, die Güterzüge hier, die Anhänger, die sind zu alt. Das heißt, ich habe den komplett ausgetauscht in meinem Dings. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das vielleicht auch so machen kann. Wenn ich nämlich hier auf... Da muss ich jetzt einstellen, was der kaufen soll, ne? Und er soll die ja hier kaufen, damit er Lebensmittel... So, wenn ich jetzt auf einen klicke... Fehler, hat keine Lok... Also da wird nur ein ganzer Zug offensichtlich ausgetauscht, das bringt mir nichts. Er macht es nicht, dass er einzelne austauscht. Und ich sehe halt aber auch nicht, wie alt die einzelnen sind. Das habe ich schon alles versucht, ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich eigentlich warten, bis der Steffen mir hilft. Aber ist ja egal. Ich werde den jetzt auch hier einfach komplett austauschen. Ich werde den jetzt hier komplett in das Depot schicken. So. Ich hatte dann in diesem Depot, hatte ihn genauso auch hier reingeschickt und hatte dann nur die Lok erneuert. Und dann stand da immer noch 41. So. Das heißt, vielleicht muss ich nicht mal die Lok erneuern. Das ist natürlich arschteuer, das Ding zu erneuern. Aber ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich sehen kann, wie alt dieser verdammte Zug ist oder was an diesem Zug jetzt hier alt ist und was nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich kann es auch nicht, ich weiß nicht wo. Hier sehe ich ja nur die Fahrzeuge aufgelistet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Linien, Passagiere, Haltestellen... Also wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich das sehen könnte. Der wartet jetzt, weil er hier, der will ja hier in das Depot rein. Ist mir auch egal, welches er geht. Letztlich.
Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich sehen kann, die einzelnen Dinger sehen kann. Das kann ich auch, wenn er im Depot ist, nicht sehen. Und deswegen ist das natürlich blöd. Normalerweise müsste ich das ja hier irgendwo sehen können, oder? Kann ich aber nicht. Fahrzeug ins Depot schicken, Linie zuweisen, wenden, anhalten, Details. Das müsste ja hier irgendwo stehen. Tut's aber nicht. Und deswegen habe ich keine Ahnung, wie alt dieser Zug insgesamt ist. Da ist es wahrscheinlich echt sinnvoll, nie die zusammen zu klabustern, die Züge, sondern wirklich, wenn, dann komplett austauschen. So, wir machen jetzt wie mal schneller. Er muss jetzt mal hier vorangehen. So, der kommt jetzt rein. So, da ist er. Und jetzt wollte ich mal gerade noch mal langsamer. Wir haben hier den hier. Der ist natürlich schon ordentlich teuer. Jetzt will ich mal gerade gucken, wenn ich die alle wegnehme. So. Wie alt ist denn dann die Linie? Die ist erst 2 Jahre alt dann. Hier, der, da, jetzt 41. Aha, so kann ich es checken. Die alle müssen weg. Aber die Lok an sich muss ich nicht verkaufen. So, und dann kaufen wir ihm neue. Ist jetzt die Frage, ob wir wirklich so viele wieder brauchen. Er hatte 14 Stück, ich glaube, dass 12 reichen. Nicht genug Geld. Was habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt? 7. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, dass das reicht. Linie 9 war das. So. Und jetzt ist der nämlich auch wieder nur 2 Jahre alt. Zum Glück habe ich jetzt die Lok nicht ausgetauscht. Ich Depp. So, das ist doch gut. Alles klar. Dann hat der, ist jetzt wieder auf Vordermann. Soweit war ich in der alten Folge auch. Es hat nur viel, viel länger gedauert. Das ist doch schon mal gut für euch. Ja, ansonsten, was habe ich denn noch gemacht? Genau, das war auch ganz wichtig. Hier ist nämlich viel zu wenig Brot. Ich muss den hier, muss ich verdoppeln. Genau, dafür brauchen wir jetzt nochmal Geld. Ich brauche nochmal Geld. So, ich muss den verdoppeln. Jetzt ist nur die Frage, weil ich hatte mich auch in der Folge selber gefragt, weil ich hatte den gedoppelt mit mal wieder ihm hier und dann den natürlich den Waggons. Ist halt die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Oder ob es nicht sinnvoller ist, einen Zug zu nehmen, der vielleicht was langsamer ist, aber viel weniger kostet, so. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung wirklich, ehrlich gesagt, welchen ich dafür nehmen sollte. Weil ich will natürlich Zugkraft haben. Ich will, dass der eigentlich relativ schnell dadurch juckelt. Aber vielleicht ist es auch einfach sinnlos, so einen teuren Zug dafür zu nehmen. Was denn, wenn ich ihn hier nehme? Die Leistung ist natürlich deutlich geringer. Die Zugkraft ist deutlich geringer. Ah nee, das ist auch blöd. Ich nehme jetzt den wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Sondern brauchen wir offene Güterwagen für Getreide. 4, 5, 6 hat der eine, dann machen wir hier bei dem auch 6. Und für Vieh 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann zahlen wir den ganzen Schmodder erstmal so weit es geht zurück. So. Dann kommt dieser Zug auf Linie. Was war denn das? Das war jetzt Linie 14. So. Dann sind da nämlich jetzt 2, weil das sind viel zu wenig Brote, die wir da herstellen. Und das geht nicht. Ja, die haben sich eingependelt. Und dann hier er jetzt. Zum Beispiel hat nur 53 Brote, der neue Zug. Und das ist viel zu wenig. Deswegen, es muss hier weitergehen. Hat der jetzt noch 5? Nee, oder? Nee, es sind 6. 6 und 6, alles klar. Der hat auch 6 und 6, ne? Ja, alles klar. So, und die wechseln sich jetzt hier ab. Also da ist jetzt deutlich mehr Brot. Weil es war dann auch so, dass der hier, der jetzt gerade kommt, der mit seinen 112 Broten da unten richtig Kohle macht, der kriegt das jetzt nicht mehr voll, denn hier warten 80 Brote und das ist zu wenig. Das bedeutet, hier wird zu wenig hergestellt und deswegen muss natürlich hier die Lieferung einfach mal verdoppelt werden.
Das haben wir hiermit gemacht. Letztendlich mache ich mit der Linie 14, habe ich nämlich auch festgestellt, irgendwie kein Plus. Ich mache kein Plus mit Linie 14. Wo ist sie? Hier. Ich weiß nicht warum. Also, ne, hier vielleicht mal so ein bisschen. Jetzt sind ja zwei Züge drauf, das wird sich jetzt nochmal ändern. Aber irgendwie so generell mache ich nicht wirklich Plus mit der Linie. Dabei fährt die ja nur hier hin und bringt da das Zeug hin. Also ich weiß nicht genau, warum nicht. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, immer am sinnvollsten, wenn die auch was zurückbringen. Moment mal. Was ist denn, wenn ich... Dann müssen die auch nicht so lange fahren, wenn ich hier das Brot lagere. Aber wie macht man das? Ah, es bringt ja auch nichts. Nee, ist Schwachsinn, oder? Warte mal. Welche Züge, die... Die 6 Stück von denen können ja auch Brote transportieren. Das wären 48 Brote immer mit jeder Fahrt. Mal 2. 96. Wie geht denn das, wenn ich Brote hier hinliefere? Weil dann bringen die auch was zurück. Dann fahren die nicht eine ganze Strecke komplett umsonst. Die müssen nur noch bis hier hin. Das macht doch komplett Sinn, oder nicht? Dann müsste ich die hier abändern. Aber werden die dann auch hier am Bahnhof gelagert? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das da funktioniert. Und ich müsste den Bahnhof vielleicht auch vergrößern. Viergleisig oder so. Auch direkt Hochgeschwindigkeit dran. Länger hätte ich ihn eigentlich auch gerne. Aber das können wir ein andermal machen. Also, das finde ich eine sehr sinnvolle Sache, was ich hier gerade überlege. Aber ich lasse jetzt erst nochmal den hier losfahren. Ist er schon, er ist schon losgefahren. Er hier ist jetzt voll. Also, das ist eine sinnvolle Sache. Ich weiß, ich muss nur noch checken, wie. Also, ich mache jetzt mal Linienwerkzeug. Das ist ja Linie 14. Und da muss ich jetzt, was muss ich denn da jetzt machen? Die bringen ja nur das Brot hier hin, wenn das hier auch gebraucht wird. Das heißt, ich muss erstmal die anderen Linien abändern. Linie 10 fährt jetzt nicht mehr nach hier nach Unterbiersackschlag. Machen wir mal alles weg. So. Linie 10 fährt jetzt von hier. Linie enthält so wenig. Ja, du sollst ja auch von hier. Hallo. So, pass mal auf. Linie. So. Hier hin. Und dann hier hin. So. Hat sie natürlich nichts geladen. Jetzt die Frage, ob die jetzt das Brot hier hinbringen. Und warte mal, Linie 9. Machen wir auch mal weg. Die muss auch von hier zack nach hier. Sieht jetzt einmal mal gerade richtig aus. Da ist Brot. Da ist Brot. Er hat Brot mitgebracht. Ein Flugzeug. Die bringen Brote mit. Da muss noch mehr. Das muss alles jetzt sich erstmal hier verklügeln. Aber dann geht das. Dann sind ja auch 48 wartende Brote. So.
So. Da müssen wir jetzt nur noch abwarten, ob das sich einigermaßen ausgeht. Aber das macht ja viel mehr Sinn. Oder nicht? Und dann muss ich gucken, dass ich die hier vergrößere. Länger will ich sie machen und vergrößern. Die ganze Station. Alter, ich bin clever, oder? So hättest du mir das doch bestimmt empfohlen, Steffen. Da bin ich mir doch sicher. Da 48 Stück. Zackelibum. Und hier kommen wieder neue 48. Perfekt. Tatsächlich kann das eigentlich nicht komplett aus sich ausgehen, weil die bringen ja die doppelte Menge hoch, als dass sie sie runterbringen. Das bedeutet, da muss man natürlich gucken. Es wird oben wahrscheinlich zu viel sein. Deswegen man dann wirklich gucken muss. Also, ne, wir müssen jetzt abwarten. Aber er hat jetzt auch wieder 48. Man kann denen ja noch ein paar Finger drauf tun. Die mehr Brote auch wieder mit runterbringen. Immerhin hat er jetzt 45 geladen. Nehmt er noch mit? Ne, nehmt er nicht mehr mit. Schade. Ich muss denen noch zwei weitere Klabuster-Dinger da dran klatschen. Dann wäre es wahrscheinlich besser. Weil hier ist jetzt. Hier wartet ein bisschen zu viel. Wobei ich auch nicht weiß, ob die Umrechnung 1:1 ist. Ob aus gelieferten. Warte mal, was hatten wir denn jetzt noch? 61 Brote hat er jetzt gemacht. Mit einer Lieferung? Fragezeichen. Der liefert jetzt neues Zeug und lädt ein. Lädt er jetzt 61 ein? Ne, er kann ja nur 48. 48 bis 61 sind 13. Sind also noch hier geblieben. Wie viel macht er jetzt? 63 sind alle da. 63. Also hat er genau 50 gemacht. Eine Ladung gibt 50, also die geht gar nicht, ist nicht 1:1. Dann ist das fast okay. Also es bleiben nicht viele Brote über, sagen wir mal so. Leute. Aber doch, ein, zwei Dinger wären noch nicht schlecht, weil es wären schon mehr, die hier lagern. ...84 sind jetzt für den. Und der kommt jetzt auch, ne? Das ist ja jetzt immer noch nicht voll. Leider nicht. Müssen mehr Brote hin. Ja, das müssen wir machen, Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Ich muss das jetzt mal gerade ins Depot schicken. Und dann muss ich hier gerade diese hier kaufen. Hä? Hab ich jetzt gekauft? Wo sind sie? Ach, sie sind schon hier dran. Okay. Linie 14, bitte. Jetzt erstmal wieder einpendeln, aber der hat jetzt auf jeden Fall zwei mehr dran. 4, 6, 8. Und bei dem anderen auch? Oder meint das, geht sich jetzt aus? Bin mir da nicht sicher. I am not sure about this. Jetzt 64 Brote. Hat der jetzt viel zu wenige. Aber gut, da müssen erstmal wieder Sachen kommen. Er bringt ja jetzt tatsächlich ja dann auch mehr, was ist das, Vieh mit, ne? Müsste er zumindest.
Aber da das Ganze nicht 1 zu 1 ist, ist es nicht so tragisch. Bisschen Brot wird ja auch hierhin. Stimmt, das habe ich gar nicht beachtet. Bisschen Brot wird ja auch hierhin getan. Ich muss dem anderen auch noch 2 weitere dran machen. Glaube ich. Und je schneller ich das tue, desto besser ist es wahrscheinlich. So. Ja. Muss ich dich jetzt nicht fahren, ich muss mal alles tun. Ist ja nichts. So, dann machen wir dir auch noch 2 dran. Züge kaufen. Aber ich habe gerade Geld. Habe ich jetzt 2? Nein, einen. Ach, komm, leck mich. So. Okay, Linie 14 Abmarsch. Bitte schnell wieder einpendeln das Ganze. Das ist doch mal eine Neuerung, die ich jetzt noch nicht probiert habe. Ob die besser ist oder nicht, werden wir sehen. Das wird sich einpendeln. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier in der Folge. Hier bei Transport Fever. Die müssten jetzt eigentlich, die ganze Linie 14 muss ich mir jetzt mal gerade angucken. Müsste jetzt eigentlich ja Plus machen oder etwa nicht. Kann man noch nicht so sagen, aber ja. Hier, man sieht es jetzt deutlich. Hier geht es nach oben. Das muss ich hier natürlich alles einpendeln, dann geht das. Gut, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Transport Fever. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr werdet wieder mit dabei sein. Und dann geht es hier weiter. Ich sage tschüss, macht es gut, euer Brilli.